Willkommen zurück zu einem neuen Video vom Shisha-Team. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute mal keine Tabakvorstellung, sondern mal wieder eine neue Pfeife, die wir am Start haben. Mhm. Die haben wir von der Shisha-Messe in Berlin. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, ja, schaut einfach mal bei uns vorbei. Ploppt gerade über Max auf. Da. Genau. Eigentlich hat Adi die von der Shisha-Messe. Ja. Das war meine Überleitung. Eigentlich hat Adi die ja von der Shisha-Messe und ich zumindest fand es ganz lustig, weil eigentlich war der andere Adi auf der Suche nach einer Shisha und ist die Messe hoch und runter gelatscht und hier und da. Und dann standen wir bei, wo standen wir denn, welcher Stand waren wir? Shisha World. Bei Shisha World und ja, die Dame schrie dann so hinterm Tresen hervor, hey, gibt's eine Shisha, billige Shisha? Dann sind wir da ran und haben uns das angehört. Und auf jeden Fall hat sie einen ganz guten Preis für die Pfeife gemacht, aber... Adi zeigte sich irgendwie noch nicht so begeistert dafür. Nee, war zu einfach Edelstahlglas. Seht ihr ja gleich, wie die aussieht. Und auf jeden Fall sind wir dann weiter rumgelaufen und kommen zurück an den Shisha-World-Stand. Und der andere Adi, also der geht gerade weg mit einer Riesentüte. Obwohl er sich vorher, also er hat sich, das ist voll blöd erzählt. Also der andere Adi, der, nee, wo war ich denn gerade? Also wir kamen zurück zum Shisha-World-Stand und der andere Adi, der da, der hatte sich eigentlich schon eine Pfeife gekauft. Die kommt bestimmt auch nochmal demnächst irgendwann. Ja, genau. Und trotzdem kam er uns mit einer weiteren Riesentüte plötzlich entgegen. Ich meine, so, ja, ganz ehrlich, für den Preis muss, ist gar nicht so lustig, wenn man sie erzählt. Ne? Die Situation war schon ganz lustig. Ich bin durch, ich muss weiter. Das schneiden wir raus. Ja, auf jeden Fall habe ich mir eine neue Pfeife gekauft und es handelt sich hier um die Skynet Gastro. Und das ist eine Edelstahlpfeife mit dieser Klarglas-Bowl. Der Schlauch, der hier liegt und das Mundstück gehören nicht zum Lieferumfang. Aber was dazu gehört, das zeigen wir euch jetzt.
Als erstes natürlich das Wichtigste, die Glass Bowl. Relativ gutes Gewicht im Vergleich zu meiner Amy, die da drüben gerade in Gebrauch ist. Finde ich sie aber doch recht leicht irgendwie. Es ist jetzt nicht so ein Hammergewicht, aber sie ist trotzdem dickwandig, aber eben nicht so ein Monstrum. Mhm. Und außerdem finde ich die Form sehr schön. Ich denke auch, die ist gut handelbar, sogar wenn Wasser drin ist, kann man die noch bequem durch die Gegend tragen. Hat man bei anderen Falten ja manchmal schon Probleme. Genau. Ja, dann haben wir hier, wie gesagt, alles aus Edelstahl. Die Base mit vier möglichen Anschlüssen. Im Lieferumfang habt ihr nur einen Ausblas. Guck mal, wie klein die sind. Ja, Mann. Ein Ausblasventil. Dann habt ihr hier natürlich alles zweiteilig verbaut, immer mit so einer Muffe zwischendurch. Könnt ihr also variieren, was ihr da drauf machen wollt. Dann habt ihr hier den Schlauchanschluss, ganz easy aufgeschraubt. Die Gewinde laufen auch super sauber, haben leichtes Spiel beim Aufschrauben, aber wenn ihr es wirklich festgezogen habt, so handfest, dann bewegt sich da gar nichts mehr. Gut finde ich auch hier, wie damals bei der Amy, dass ihr jeweils noch zwei solcher, ich nenne sie ganz gerne Totstopfen, ihr habt halt hier, zack, so einen Abschluss, so einen Luftabschluss, dass ihr da nicht unnötig viele Kugeln braucht. Zwei Stück waren dabei, Kugeln, also wenn ihr einen Schlauchanschluss hier drüben ran macht, braucht ihr nicht noch extra eine Kugel dazu kaufen. Also hier haben wir dann auf jeden Fall auch nochmal die Rauchsäule. Also vom Design her mega cool und wirklich extrem massiv, also wiegt auch ein bisschen was. Ja. Die Gewinde sehen auch einfach wieder so mega gut aus. Also kein Grat, keine scharfen Kanten, wirklich sehr gut verarbeitet. Oben habt ihr auch wieder einen Schliff. Und ja, Tauchrohr, wie es jetzt eigentlich überall üblich ist, mit Diffusor, den ihr ranschrauben könnt. Oben oder unten, ganz egal. Das ist auch wichtig. Die Gewinde sind beide gleich geschnitten. Ihr habt auch überall die gleichen Gewindemaße. Das heißt, ihr könnt das Ding nicht irgendwie umdrehen und dann könnt ihr den Diffusor nicht mehr draufschrauben. Da braucht man sich jetzt nicht wirklich konzentrieren, wo man den drauf schraubt. Da hat sich mal jemand einen Kopf gemacht und sich gedacht, gut, muss jetzt nicht überall irgendein anderes Gewindemaß sein, warum auch. Aha, im Kopf. Oh Gott. Ja, wenn ihr das Ganze zusammenbauen wollt, dann schraubt ihr das Tauchrohr quasi direkt an die Rauchsäule mit ran. Also wird einfach hier an die Base ran gemacht, von unten an das Tauchrohr ran und dann sitzt das Ganze einfach. So. So sieht das Ganze dann aus. Ja. Ja, wenn man, weiß nicht, ob man es sieht, wenn man jetzt die Base quasi auf die Bowl schrauben will. Detailaufnahmen ist nochmal eingeblendet. Genau, dann schraubt man es eben. Das ist kein Klickverschluss in dem Fall. Und man hat hier aber so einen Gummiring drin, den ihr gerade hoffentlich gesehen habt, dass das alles schön dicht hält. Und dann haben wir ein relativ grobes Gewinde. Man muss nicht oft rumdrehen, ich glaube eine Umdrehung, anderthalb vielleicht. Anderthalb würde ich auch sagen. Dann setzt das Ding fest, unten sicher. Und ja, dann gibt es hier diesen wunderbaren Molassefinger, den gab es auch dazu, ne? Den gab es dazu, der ist mit dabei von Shisha King. Shisha King, weiß ich gar nicht. Ist bestimmt nicht der Standard-Lieferumfang, oder? Doch. Ja? Ja. Von Shisha King? Jo. Obwohl das nicht von Shisha King ist? Jo. Zusammenarbeit. Collaboration und so. Ja, kann man den... Ja, da oben raufstecken oder aber man kann natürlich auch gleich, jetzt muss ich mal gucken, den Kopfadapter quasi raufstecken, dann spart man sich den Molassefänger. Also könnt ihr es auch noch beliebig erweitern mit einem. Ist das ein 14er Schliff? Ein 14er Schliff ist das nämlich, könnt ihr also beliebig erweitern. Wir machen den jetzt mal mit rein. Und dann hier oben den Kopfadapter drauf. Und jetzt sieht euer gewieftes Auge vielleicht schon, da gibt es ein kleines Problem. Jetzt den Kohleteller hier irgendwie rauflege. Naja gut, es geht. Es geht. Aber eigentlich ist es immer so, dass das Gewinde vom Kopfadapter, also das... Ja, du hast den männlichen Part des Gewindes, nenne ich es jetzt mal, unten einmal und den weiblichen oben. Also normalerweise kennt man so, hier ist das Gewinde, Kohleteller rauf und dann wird von oben der Kopfadapter raufgeschraubt. Hier ist es genau andersrum. Wenn ich jetzt so rauflege, ist das zwar auch schön, aber wir wollen ja keinen Reishut, sondern Kohleteller. Ja. Sehr schön. Von daher schrauben wir das nochmal rum. Was ist?
Der Kohleteller übrigens, also ne, man sieht ihn hier nochmal. Der ist echt auch massiv. Also es ist komplett Edelstahl. Man kennt es oft, dass die relativ labil sind, aber hier kann ich machen, was ich will. Der verbiegt sich einfach kein Millimeter. Gegen die Tischkante. Zu guter Letzt quasi den Schlauchadapter. Heißt der so? Jo. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Genau, also hier auch mit Schliffen gelöst. Ne, ihr braucht keine Dichtung mehr oder so da reinfummeln. Sondern einfach mit Schliff. Ja, und dann Schlauch ran. Vielleicht vorher. Kann man vorher machen. Muss man aber nicht. Genau, finde ich auch ganz gut gelöst. Also es ist eine gute Länge hier von dem Anschlussstück. Der Schlauch rutscht nicht runter. Ich habe hier einen relativ dicken Schlauch, aber auch mit, so ganz, auch mit ganz normalen Silikonschläuchen sollte euch da nichts abrutschen. Also gut gemacht. Sitzt doch alles jetzt fest. Der Schliff ist wirklich sehr gut. Auch ein langer Konus. Also hier auch nochmal locker 200 cm. Richtig gut. Fest alles. Fällt auch nicht raus beim Rauchen. Und dann würde ich sagen, reißen wir das Ding an und rauchen mal. Aber da fehlt doch noch ein Mundstück. Nun haben wir hier ein koffeinhaltiges, handelsübliches Erfrischungsgetränk. Ja. Wo wir die Marke jetzt mal nicht nennen wollen. Ja, und befüllen die Bowl einfach mal. Ja gut, 1,5 Liter reichen doch nicht aus. Cut! Genau so, wir haben jetzt bis zum unteren Rand dieser Wölbung eingegossen. Es waren jetzt definitiv mehr als 1,5 Liter. Also ich würde schätzen, man braucht etwa 2 Liter. So, was wir noch gar nicht gesagt haben, es gibt ja keinen Schlauch, kein Mundstück dazu, auch kein Kopf. Aber das könnt ihr euch ja selber wieder zusammenstellen, wie ihr es wollt, wenn ihr nicht sowieso schon irgendwelche Schläuche und Mundstücke zu Hause rumzuliegen habt. Ich habe mir passend dazu noch auf der Messe gekauft von Shishaya dieses geile Aeon Carbon Mundstück mit kleinem Glasmundstück, was man noch so oben drauf packt. Pizza! Sheet! Sorry. Während Adi die Pizza holt, genau. Vom Pizzaman, dann rauchen wir hier schon mal gleich an. Ja, dazu kann ich sagen, dieses Aeon-Mundstück ist nicht ganz billig. Ich habe, glaube ich, auf der Messe 30 Euro... 32, glaube ich. 32 ne? Euro bezahlt, was aber schon Messepreis war, also deutlich unterm Verkaufspreis. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was das Teil so kostet. Ich weiß nur, das Carbon-Mundstück, das ihr auch alleine benutzen könnt, das kostet alleine schon 30 Euro. Mhm. Also wird es mit dem Glasaufsatz hier, der mit einem Schliff reingesteckt wird, auch nochmal deutlich teurer werden, denke ich mal. Aber ja, es sieht schon verdammt geil aus. Ja. Kommen wir mal gleich zum Rauchverhalten. Wir rauchen das ganze Teil jetzt, wie gesagt, mit dem mitgelieferten aufschraubbaren Diffusor. Und den finde ich, wenn ihr es in der Detailaufnahme schon gesehen habt, auch ziemlich geil. Der hat unten nochmal ein Loch drin und dann an der Seite, ich glaube, 6, 7, 8 Löcher reingebohrt. Ja. Der ist schon ordentlich und der ist verdammt leise. Man, das Schnaufen nehmen wir jetzt gerade lauter. Ja, also wenn man das auf der Kamera gehört hat, dann leise, hoffentlich. Ja, was bleibt noch übrig zu sagen? Der Durchzug. Ja, der ist einfach extra klasse bei der Pfeife. Man merkt halt so einen leichten Zug, hat halt noch das Gefühl, dass man wirklich Shisha raucht. Ja, aber es ist halt einfach super einfach, weil einfach ist. Ganz genau. Mal als guter Abschluss. Ja, mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen. Puste mal bitte. Jo, auspusten. Es ist... Es ist halt dieses ganz normale Ausblassystem. Es ist kein Closed-Chamber-System. Ihr kriegt nicht den ganzen Rauch aus der Bowl. Also Adi hat gerade ordentlich reingepustet, ihr kriegt es einfach nicht komplett raus, aber ich persönlich weiß nicht, ich habe davon noch nie so viel Gebrauch gemacht, als dass es mich stören würde. Es ist zu erwähnen, aber es ist definitiv
für mich kein Abzug. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob der Rest dicht ist. Und das ist noch von daher. Jo. Na, ja, wobei, da hier ist ein bisschen durch, da, ja? Da ist auch keine Dichtung extra drin, ne? Richtig. Das könnte man vielleicht hier noch einen kleinen Dichtungsring, ne? Hinter so mit rein. Habe ich auch gerade gesehen. Da ist so ein ganz bisschen Rauch durchgekommen. Aber man merkt es nicht im Rauch. Und wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt und euch das ganze Video reingezogen habt, Respekt! Ich hätte nicht so lange durchgehalten. Ja, kommen wir zum Preis. Und zwar ist der Preis, finde ich, wirklich Bombe. Also für das, was hier steht, für diese Pfeife bezahlt ihr 130 bis 150 Euro. Und das ist für Edelstahl und eine schöne Glasbowl Mittelklasse. Ist ein guter Preis. Ist natürlich, jeder freut sich, wenn es günstiger wird. Aber momentane Preisentwicklung geht halt eher nach oben. Und deswegen finde ich super, dass die hier für 150 Euro maximal zu haben ist. Ich auf der Messe, muss ich sagen, deshalb ist die Geschichte eigentlich so geil, wurde gefragt, wie viel Geld ich noch im Portemonnaie habe. Ich sage 80 Euro, sie sagt okay, ich sage okay und ich hatte eine neue Pfeife. So war das. Also kommt auf die Messe in Frankfurt und versucht das Gleiche. Am besten am Sonntag und dann irgendwie nachmittags irgendwo hintingeln und sagen, hier, ich will die Pfeife haben, ich habe noch 50 Euro, gib her. So ungefähr. Aber bei MIG klappt es leider nicht. Nee, die sind hartnäckig. Kommen wir zum letztendlichen Fazit. Verarbeitung der Pfeife ist absolut top. Da kann man nichts falsch machen. Ihr habt hier auch nirgends irgendwo eine Macke drin, weder im Glas noch irgendwo im Metall. Alles sauber verarbeitet. Die Gewinde gut geschnitten, entgratet. Ihr könnt euch nirgends schneiden. Und ja, ich würde definitiv eine klare Kaufempfehlung aussprechen dafür. Weil ich finde sie einfach geil, auch von der Optik. Ende. Ende. So, das war es dann auch schon wieder mit dem Video für heute. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen und ihr habt ein paar kleine Eindrücke zur Pfeife bekommen. Ja, falls ihr dazu noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr natürlich auch kein weiteres Video von uns verpassen wollt, ja, da gibt es einen kleinen Button, so einen Abo-Button. Ja, ist überhaupt nicht schwer, nicht zeitaufwendig, kann man einfach mal kurz drücken. Und es gibt auch so eine kleine Glocke, da verpasst ihr einfach nie mehr, wenn wir ein Video hochladen. Wer es unter 3 Sekunden schafft, schreibt mal in die Kommentare, Hashtag unter 3 Sekunden. Challenge! Ja, genau. Und wo wir gerade dabei sind, ein Like wäre ein Träumchen. Also, ja, wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns. Und wir hoffen natürlich, wir sehen euch beim nächsten Video wieder. Mit Tabak oder einer Pfeife oder was auch immer. Wer weiß. Seid gespannt. So, wir sind damit raus. Ja, euch noch einen schönen Abend, schöne Woche. Und bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Schön, es geht der Sonntag runter. Und wenn sie es nicht abends angucken. Dass du einen schönen Abend wünschst.